Der nächste Erfolg im eigenen Stadion. Jetzt sind wir auch zu Hause wieder zur Heimstärke zurückgekehrt, oder? Ja, brutal wichtig, 3 Punkte heute. Wir haben gewusst, wir müssen da noch Ried drauflegen, dass es was wert ist. Und ja, ich glaube, man hat in den ersten Minuten gesehen, dass wir da den Sieg unbedingt wollten, dass wir da nichts anbrennen lassen und super Mannschaftsleistung. 9. Saisontreffer, persönlich auch zufrieden? Ja, heute habe ich nur eine Chance gehabt, die habe ich genutzt. Letzte Partie habe ich ein bisschen mehr gebraucht, habe ich leider nicht genutzt. Aber wie gesagt, wenn ich Kato erschieße und beginnen, passt es auch. Was sagst du zur Saisonbilanz gegen Kapfenberg? 3 Spiele, 3 Siege, 10-0 Tore? Ja, überragend eigentlich. Besser geht es eigentlich nicht. Wir stehen in der Defensive super. Der Feisti macht einen super Job. Wie gesagt, ein Derby hat immer seine eigenen Gesetze. Aber wir lassen nichts anbrennen und Gratulation an die Mannschaft. Jetzt geht es mit Volldampf weiter Richtung Lustenau. Richtig. Ich weiß gar nicht, wie sie gespielt haben, aber wir müssen nur auf uns schauen. Wir müssen von Partie zu Partie schauen. Und ja, jetzt haben wir vorne dabei und das Beste aussuchen. Danke, Dario. Moisi, überragendes Wochenende. 2 Siege, Ried und Kapfenberg geschlagen. Souverän, oder? Ja, natürlich. Voll super, brauchen wir nicht reden. Das war das am Freitag schon richtig geil, dass wir gegen Ried gewinnen haben können. Und heute, ich glaube, das ist immer schwierig, nach einem 1-0 in so einer hart umkämpften Partie dann auch da, also als Trainer dann auch die richtigen Worte zu finden. Ich glaube, das hat der Chris gut gemacht, er hat uns gut eingestellt. Und ja, natürlich auch glücklich reingestartet, gleich früh das 1-0. Und dann haben wir einfach gespielt heute und ich glaube, das hat gepasst. Du hast angesprochen, das 1-0 war sehr wichtig für den Spielverlauf. Dann ist es einfach dahin gegangen, 2-0, und das Spiel war eigentlich nie auf Messerschneide und immer souverän für uns, oder? Ja, gut, wir haben schon auch 2 Chancen auch gehabt. Da haben wir halt, da ist nichts entstanden, sagen wir so. Und dann, natürlich, wenn es wieder kurz vor der Halbzeit dann ist, ein Tor schießt, 2-0, ist super geil natürlich. Und ja, ich glaube, das verdient ein souveräner Sieg heute. Wie schmeckt der 2. Tabellenplatz? Ja, natürlich, wenn man nach wie vielen Runden haben wir jetzt gespielt, 26 halt, ja, voll super, dass wir da 2. sein kann, da ist eine harte Arbeit dahinter und ja, voll cool auf alle Fälle. Danke, Moisi. Chris, perfektes Wochenende, Sieg gegen Ried, Sieg gegen Kapfenberg, gibt es nicht mehr viel hinzuzufügen, oder? Nein, wie gesagt, es war am Freitag so eine intensive Partie, deshalb war es sehr wichtig, dass wir die Partie im Kopf sehr gut vorbereitet haben und die Mannschaft ist mit einer super Spannung in die Partie gegangen. Haben sie mit dem Tor gleich am Beginn, haben sie eine wirklich überragende Anfangsphase eingeleitet und ja, da hätten wir durchaus auch das eine oder andere Tor noch mehr machen können. Dann ist das Spiel ein bisschen dahin geplätschert, sonst dann, haben wir ein bisschen Präzision verloren. Haben aber dann noch vor der Pause das wichtige 2-0 gemacht. Ein Tor, was mir extrem gut gefallen hat. Super Laufweg von Mandy. Ein schneller Ball fürs Tor und der Zaki war dann dort. War ein enorm wichtiges Tor. Und ja, nach der Pause war dann das Tor von Dario, war dann die Entscheidung in der Partie. Und das Tor von Mandy nach einem super Assist von Pippo war dann noch die Draufgabe. Und jetzt sind wir alle sehr, sehr glücklich über den 4-0 Derby-Sieg. Geht bei so einem schönen, herausgespielten Treffer wie Fischer das Zuspiel auf, Zaki sein Ober gemacht hat, das Herz auf. Ja, das kann man schon sagen. Also es war wirklich ein Tor, so wie man es sich vorstellt. Mit Tempo drinnen, geradlinig. War wirklich gut. 3 Saisonspiele gegen Kapfenberg, 3 Siege, 10-0 Tore. Ein kleiner Lieblingsgegner in dieser Saison, oder? Ja, das kann man nicht so reduzieren. Ich denke, es waren immer schwierige Partien. Wir waren immer top eingestellt auf die Partie, haben sehr früh das Tor gemacht heute auch und das ist immer ein Momentum, das du in einem Spiel auch brauchst. Und ja, das haben wir einfach sehr, sehr gut gemacht in allen 3 Partien bis jetzt. Danke, Chris.